Ich habe es ja schon ein paar Mal auch erklärt, dass es für uns sehr, sehr wichtig ist, in unserer Situation eben die U23 ganz, ganz stark an den Profibereich anzudocken, den Spielern die Möglichkeit zu geben, mitzutrainieren, sich zu zeigen, sich zu entwickeln, punktuell einzusetzen, damit sie einfach diese Erfahrungswerte bekommen. Und das machen wir, denke ich mal, bei uns hier ganz hervorragend. Und es gibt immer wieder den einen oder anderen Spieler, der dann in der Form ist, wo er auch dann auf dem Bundesligaplatz sich ganz, ganz schnell wiederfindet. Und so ist es ja auch bei Max Sägeschein, hat auch schon seine Bundesliga-Einsätze gehabt. Der eine oder andere wird sich erinnern können, auch Trainingslager in Belek, hat auch schon sehr, sehr gute Spiele gemacht, teilweise wie ein alter Hase gespielt, und kann sicherlich auch Viktor noch ein paar Dinge mehr zu ihm sagen, der ihn noch viel, viel besser kennt. Aber sicherlich auch einer der Spieler, die wir versuchen, natürlich zu einem richtig guten Bundesligaspieler zu machen, wenn sie uns die Zeit geben. Und das tun sie eben auch, das haben sie auch signalisiert dann mit so einem Vertrag. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Jungs eben ihre Zeit brauchen. Für mich ist wichtig, ist, dass wenn ich Anfang Saison einen Spieler habe, dann Ende Saison diese Entwicklungsphase von ihm. Und ich kann sagen, bei Maximilian, fast damals, wo ich habe ihn für U17 von Havelsee geholt, dass er hat bei mir enorm viel Entwicklung genommen. Ich meine nicht nur spielerisch, sondern körperlich und Fußballverständnis. Also echt sofort Stammspieler, obwohl war, wenn man hat ihn damals gesehen, das kannst du nicht sein, dass er Fußballspieler ist. Und aber echt klasse und Junge und sehr guter Charakter. Das auf diesem Grund. Vorteil für ihn, dass ich kenne ihn schon richtig gut, und wir haben das mit bewusst, dass jetzt schon aktuelle Einjährigen-Spieler im Winterpause nach Belek mitzunehmen, weil da gibt es welche Freundschaftsspiele oder Testspiele, wo kannst du ihm einfach ohne Schmerzen auszuprobieren. Und er hat das alles, kann ich nicht sagen, Bestand, aber echt gut und klasse gemacht. Auf diesem Grund, wir sind jetzt ähnlich, dass mit ihm das Vertrag zu verlängern hat. Und natürlich in Zukunft, ich traue ihm da auch, dass so eine richtige Entwicklung, und vielleicht kann sein, irgendwann er wird unsere Leistungsträger genauso wie die Leader, was haben wir jetzt momentan in der Mannschaft.